Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer absoluten Highlight-Bücherwoche. Zumindest was zwei der Bücher anbetrifft, die für mich wirklich zu den Jahreshighlights gehört. Und auch das dritte Buch, was mich sehr, sehr begeistert hat und gerade auch für das Genre sehr, sehr begeistern konnte. Solltet ihr es hier irgendwie knacken, knistern hören, ich habe tatsächlich jetzt Mitte November ja, den Holzofen an, weil es ist unsäglich kalt heute. Es ist dunkel, es ist neblig, es ist bäh. Es ist nicht mein Wetter, aber davon lassen wir uns nicht ärgern. Dank der Softbox haben wir genug Licht, samt Katze, die jetzt hier im Hintergrund kommt und unterstützt. Apropos Katze, mancher auf Instagram hat es vielleicht schon gesehen, dass meine kleine Kamerageile Sunny tatsächlich jetzt einen eigenen Instagram-Account bekommen hat. Den packe ich euch mal unten in die Infobox. Ich habe tatsächlich da schon ein paar Mal Nachrichten bekommen, wie cool dieser Content ist mit Katze und Büchern, und finde es aber sehr merkwürdig, das in Videos irgendwie ja, zu bearbeiten oder sie da rein zu packen, weil die Katze will in der Regel nicht, wenn ich Lust habe oder Zeit habe, ein Video zu drehen. Aber ja, ganz im Sinne von meinem Namen, der ja Lady of the Books ist, was ja an Lord of the Rings sozusagen angelehnt ist, ist sie jetzt Cat of the Books. Ich hatte erst überlegt, sie Cat of the Lady of the Books zu nennen, dachte aber, das ist dann einfach nur schrecklich. Und so ist sie jetzt die Katze der Bücher. Und mal sehen, wie groß das wird oder wie lustig ernst ich das nehme. Also es wird natürlich da Katzen- und Bücher-Content geben. Und ich glaube natürlich, dass man meine Currently Readings sehen wird, meine Highlight-Bücher sehen wird, die dann eben mit ihr einfach in Szene gesetzt werden. Und wer weiß, was es sonst noch so ein bisschen gibt. Vielleicht tatsächlich auch ein bisschen, ja, allgemein Katzen-Content. Und ja, sie ist einfach so eine Kamerageile. Sie sitzt jetzt tatsächlich schon wieder daneben und schaut mir ganz gebannt zu, was mich immer so ein bisschen nervös macht, aber im Grunde wahrscheinlich versteht sie mich und denkt, sie hat die Alte hier einen Vogel. Ja, das wird sie vermutlich denken, aber ja. Wenn ihr Katzen mögt, wenn ihr meiner Sunny und meinen Büchern zuschauen wollt, schaut in die Infobox. Da findet ihr nicht nur meinen Instagram-Account, sondern jetzt eben auch den von der lieben Sunny. Und ja, lasst euch von ihr sozusagen ein bisschen bezaubern oder den Feed etwas süßer machen, denn ich finde Katzenbilder, ja, ich gehöre auch dazu, ich mag das unglaublich gerne. Ich kann da durchaus so mal einem Hashtag folgen und einfach mal so 5 Minuten Katzen-Content anschauen. Ich finde das sehr entspannend, sehr, ja, so erdend und ja, aber darum sollte es eigentlich gar nicht gehen. Nein, es geht natürlich um die Bücher der Woche. Ich habe eine Serie ja angesehen, die erste Staffel beendet. Ich habe, glaube ich, in der letzten Bücherwoche schon ein bisschen drüber gesprochen. Heute, an diesem Wochenende, ist ja die Buch Berlin. Also für alle, die das Video jetzt am Wochenende sehen und in der Nähe von Berlin wohnen, die können heute am Samstag oder dann eben auch am Sonntag ja noch die Buch Berlin besuchen. Und ja, ich werde heute am Samstag da sein. Ich bin zwar auch noch morgen mit in Berlin, aber werde da schon am frühen Nachmittag wieder heimreisen. Aber ich freue mich da jetzt schon sehr auf die Buch Berlin. Also das nur so als kleine Info. Ja, ansonsten ankündigungstechnisch, da komme ich glaube ich später drauf, ist, dass es diesen Donnerstag ja wieder unseren Hörgenuss des Monats gibt. Dazu werde ich aber dann tatsächlich wohl beim Hörgenuss des Monats etwas erzählen. Ja, wir beginnen mit den Büchern der Woche. Und zwar ist das erste Buch High Fantasy at His Best, Windherz von Erik Kellen und Mira Valentin, der ersten Teil der Lichtsplitter-Saga. Es wird eine vierteilige Reihe sein und ich ja, kann schon sagen, es ist wirklich grandiose High Fantasy. Dann, ja, theoretisch wahrscheinlich tatsächlich der Hörgenuss des Monats, wahrscheinlich die ganze Reihe. Ich halte es euch jetzt einfach mal in echt in die Kamera, weil ich dieses Cover so geil finde. Und zwar, ja, habe ich Thais begonnen zu rereaden. Die Hüter des Todes ist der erste Teil hier in dieser wunderbaren Metallic, ja, Cover gestanden. Ich liebe sie wirklich. Von Neil Schusterman. Der dritte Teil erscheint jetzt kommende Woche, wenn ihr das Video seht, ja. Und ich bin auch schon, jetzt, wo ich das Video drehe, im zweiten Teil. Und es ist wohl die Reihe tatsächlich der Hörgenuss des Monats. Ich kann es noch nicht anders sagen. Und das dritte Buch ist auch tatsächlich für sein Genre, was ich sehr selten lese, ja auch ein Highlight. Also wirklich ein sehr gelungenes Buch. Halte mich hier von Katinka Engel ist der zweite Teil der Finde mich Reihe, wenn ich mich nicht irre, aus dem Piper Verlag. Und ja, es durfte bei mir einziehen und wurde dann auch eigentlich direkt gelesen und ja, hat mir ebenfalls mega gut gefallen. Aber wir starten natürlich wie immer chronologisch.
Englisch mit Windherz von Erik Kellen und Mira Valentin. Das Buch ist mir von beiden Autoren zur Verfügung gestellt worden mit einem richtig tollen Paket. Da sind auch Lesezeichen mit enthalten. Es war was zum Baden mit drin, Bonbons drin, ein Tee drin und es ist auch signiert, worüber ich mich mega, mega gefreut habe oder mich auch immer noch freue, dass dieser Schatz sozusagen schon bei mir zu Hause ist. Windherz ist der erste Teil der vierteiligen Lichtsplitter, ich kann mir das nicht merken, Lichtsplitter-Saga. Es braucht noch einen Moment, bis man jetzt dann auch die Reihe im Kopf hat. Der zweite Teil soll tatsächlich noch dieses Jahr im Dezember erscheinen. Das E-Book ist, da es hier um zwei Self-Publisher geht, sehr günstig für 4 Euro schon zu haben. Und ich habe ja die Nimmerherz-Reihe von Erik Kellen geliebt. Die hat mich ja über Jahre begleitet und ich war total gefesselt von der bildhaften Erzählweise, die Erik Kellen an den Tag legt. Hab dann mitbekommen, dass er sich mit Mira Valentin zusammengetan hat, die mir vorher kein Begriff tatsächlich war, und dass sie an einer Reihe sitzen, wo man eben zwei Protagonisten hat, zwei Perspektiven hat und jeder schreibt sozusagen ja eine dieser Perspektiven. Und ja, wir sind in der Welt Avantian und wir haben hier so ein bisschen Magie und Abenteuer und alles passiert so ein bisschen in dieser Welt. Wir treffen auf Kate und ich sage das sehr selten, aber dieser Protagonist, er ist zum Dahinschmelzen toll und ich glaube, es ist definitiv ein Hauch von Liebe. Ja, Kate ist ein Nordmann, der ja recht auffällt, da er nicht so richtig in die Welt, in seinen Stamm passt und dort auch nicht so richtig zurechtkommt. Er ist auch der Sohn vom Stammeshauptmann und ja, kommt aber nicht so richtig zurecht, wie die Nordmänner ticken, wie auch sein Vater so mit ihm umgeht, auch sein Bruder. Es ist doch sehr von Gewalt auch geprägt und ja, er zieht sich so ein bisschen zurück und ja, wird dadurch aber innerlich doch ein bisschen stärker und wappnet sich für die Abenteuer, die da kommen. Denn als Einzelgänger, bis auf einen sehr liebgewonnenen Hund, boah, das war wirklich ein Moment, da habe ich dann auch geweint, umgibt ihm etwas, ja, als Einzelgänger sehr Dunkles und auch Interessantes und ja, auch so ein bisschen, wie er die Welt sieht, ja, wird uns hier sehr deutlich klar, dass er einfach anders ist. Er muss dann sein Dorf verlassen und geht auf Reisen auf hoher See und seine Geschichte verknüpft sich ein wenig mit der von Aira. Und Aira ist die älteste Tochter des Königs von Jandor und ja, ist auch anders, denn sie hat unter anderem den Wind unter Kontrolle. Das Element Wind, daher tendiere ich jetzt auch dazu, dass der Name Aira nicht zufällig gewählt ist, denn der Wind ist ihr Element und nachdem sie aber mit ihrem Freund den Wind einen sehr schlimmen Sturm erzeugt hat, der auch einige Tote und Opfer gebracht hat, ja, wird sie eingesperrt. Sie wird ja, ihrer Schwester unterstellt, sie darf keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter haben, darf nicht groß am Königshof frei herumlaufen, wird dort gelehrt, wie sie ja, das Element eigentlich in sich bindet, wie man sich am Hofe zu benehmen hat, aber Aira ist damit nicht sehr glücklich und ja, auch sie merkt, ja, was sie umtreibt, was in ihr drin steckt und zeigt uns diesen Teil der Welt. Es ist der Auftakt einer Reihe, das muss man klipp und klar sagen. Es ist ein spannender, unglaublich großer Start in diese Geschichte und man hat hier natürlich nur ein Viertel der Geschichte. Das heißt, man ist so mitten im Beginn dabei und ich fand es unglaublich gelungen. Ich war nach den ersten 30, 40 Seiten in dieser Welt drin. Ich fand es toll, dass am Anfang eine Karte von der Welt mit eingebaut wurde. Ich liebe Karten. Manch eine, wie die von Mittelerde und gefühlt auch Westeros, kann ich auswendig mittlerweile. Ich liebe Karten, ich finde es toll, wie sie gestaltet ist. Und man kann sich dank dieser Karte auch einfach so ein bisschen besser orientieren. Zumindest zu Beginn der Geschichte habe ich immer mal wieder nach vorne geblättert, um zu sehen, wo, was, wie, wann, wer und warum. Und ja, ich finde das mega hilfreich. Und ich liebe das in einer High-Fantasy-Welt, wenn man ja irgendwie schon eine Mischung aus unserer Welt hat und auch ja in dem Fall natürlich Menschen hat, aber trotzdem Magie vorhanden ist und einfach so etwas Magisches auch in dieser Luft liegt. Und es ist High Fantasy, die wirklich ein Wahnsinns-Worldbuilding hat. Die Welt ist riesengroß. Sie
Oh, sie ist gigantisch. Und sie wird uns durch die zwei Augen, nein, also eigentlich sind es ja vier Augen, aber durch die Augen unserer zwei Protagonisten erzählt. Man merkt sehr deutlich im Schreibstil der beiden, dass sie anders schreiben, dass sie das anders rüberbringen. Wir haben gerade bei Kate, der von Eric Kellen geschrieben wird, sehr bildhafte Erzählungen. Es ist sehr intensiv, es ist unglaublich gefühlvoll und es ist sehr, sehr lebendig. Die Lebendigkeit spüre ich bei Aira von Mira Valentin geschrieben auch. Hier hat man aber dann doch einen etwas knackigeren, dadurch auch ein bisschen spannenderen Erzählstrang und es geht ein bisschen mehr nach innen, fand ich. Also man merkt den Unterschied, aber auch wie gut sie irgendwie zusammenpassen und die Geschichte gemeinsam erzählen. Ich finde, es trägt sich unglaublich gut, wie beide ihre Geschichten erzählen, miteinander irgendwie verweben und das auch wirklich wunderbar auf den Punkt bringen. Ich finde das einfach absolut gelungen. Ich finde die Charaktere, die wir erleben, sie sind sehr tiefgründig, sie handeln intelligent, sie sind irgendwie so echt und greifbar und sie sind auch lebhaft und wir sind hier in einer Welt, die einfach so toll ist, die sich so wahnsinnig groß anfühlt und zu Beginn ist die Geschichte so ein bisschen sehr erzählerisch. Es braucht einen Moment, bis, ich sag jetzt mal, diese Spannung aufkommt. Ich fand das aber gelungen. Also ich habe diese Seiten auch gebraucht, um in der Welt anzukommen, um beide Charaktere kennenzulernen, um so ein bisschen einzutauchen, was umgibt sie, warum sind sie, wie sie sind und so weiter. Ich fand das sehr gut, dass dieser eigentliche Spannungsteil vielleicht so, ja, nach dem ersten Drittel bis zur Hälfte gebraucht hat, weil man dann drin war. Man hatte die Welt vor Augen, die Charaktere hatten ein Gesicht und man hat schon mitgefühlt und Emotionen gehabt. Und ich habe tatsächlich auch zwei, dreimal im ersten Teil schon so das ein oder andere Tränchen verdrückt, beziehungsweise sogar an einer Stelle, so kann es gehen. Ne? Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Mich hat dieses Buch wirklich mitgerissen. Es war fesselnd, es war düster, es war packend, es war magisch. Es ist eine grandiose, große, epische Welt und das alles in dem ersten Teil. Ich bin mega, mega, mega gespannt, wie es hier weitergeht. Freue mich schon, dass der zweite Teil nicht zu lange auf sich warten lässt. Und freue mich, diese Reihe dann nach und nach zu entdecken. Ich bin mega gespannt, in welche Richtung das alles geht, was da passiert, wie es mit den beiden weitergeht. Und ich fand's mega. Also für mich wirklich ein absolutes Highlight, auch gerade in der High Fantasy. Ich finde, Eric Kellen, den ich ja jetzt auch schon aus der Nimmerherz-Reihe kenne, der kann schreiben, der ist wirklich gigantisch im Geschichten erzählen und der macht das für mich wirklich richtig, richtig toll. Und ja, ich bin hin und weg und kann nur schwärmerische Worte dafür finden und kann dieses Buch jedem empfehlen, der High Fantasy gerne liest und da vielleicht auch einfach mal was Neues entdecken möchte und auch kein Problem hat mit Perspektivwechsel, der hier aber sehr klar ist, weil es in der Überschrift steht. Also großartiges erzähltes Buch, hin und weg, absolutes Highlight und ich freue mich mega, mega auf Teil 2. Und es ging hörbuchtechnisch direkt mit einem Highlight weiter, zu dem ich wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen werde, weil Sais hier in Hardcover-Form für mich absolut der Hörgenuss des Monats ist. Dazu gibt es ja am Donnerstag, das müsste der 28. November sein, dann auch unser Video. Also alle Mädels vom Hörgenuss des Monats stellen ja dann ihren Hörgenuss des Monats vor. Und bei mir wird das definitiv Sais sein. Ich habe hier vertreten sozusagen den ersten Teil, die Hüter des Todes, auch als Hardcover hier. Ich habe auch den zweiten hier und der dritte ist diese Woche, also oder letzte Woche, auch schon bei mir angekommen. Ja, ich werde aber definitiv den dritten Teil auch hören. Aber ja, ich liebe diese Reihe. Ja, ich blende euch jetzt kurz das Hörbuch ein, um natürlich ein bisschen was dazu zumindest zu erzählen. Ich habe es 2017 gehört, da ist das Buch herausgekommen und ich war total fasziniert. Nicht nur von Thorsten Michaelis, der das Buch spricht, sondern auch vom Erzählstil von Neil Schusterman. Es war mein erstes Buch von Neil Schusterman und ich habe echt gedacht, boah, wie schreibt der, wie geil ist diese Geschichte und wie reißt mich das mit? Thorsten Michaelis ist die Synchronstimme von Sean Bean und ich habe bereits beim ersten Hören mir wirklich gedacht, ist das Hammer. Ich bin jetzt theoretisch Arya Stark in Winterfell und mein Vater
Netztag erzählt mir eine gute Nachtgeschichte. Ja, wie ihr seht, ich krieg diese Fantasie nicht aus meinem Kopf raus. Das passiert mir bei ganz vielen Synchronsprechern. Und ich finde Thorsten Michaelis, man merkt ihm an, dass er nicht nur ein Hörbuchsprecher ist, sondern dass er auch Synchronsprecher ist. Denn so eine gewisse schauspielerische Gestaltung erkennt man in diesem Hörbuch an. Es gibt noch weitere Stimmen, die zum Beispiel Tagebucheinträge erzählen und auch das ein oder andere so zwischendurch erzählen. Das fand ich auch sehr gelungen, weil einem sehr schnell klar war, okay, das hat jetzt im Grunde jetzt nichts mit unseren beiden Protagonisten zu tun, sondern ist eher so eben ja eine Randnotiz, eben ein Tagebucheintrag. Ich habe mir im November vorgenommen, den Reread zu machen von beiden Bänden, damit ich dann wirklich, wenn der dritte jetzt dann am 27. oder 28. erscheint, dass ich dann so richtig dabei bin und direkt weiterhören kann. Das E-Book des ersten Teils gibt es aktuell für 5 €, habe ich gesehen, und auch die Taschenbücher sind erschienen. Man muss dazu aber sagen, dass die Taschenbücher im original amerikanischen Cover erscheinen, also durchaus ein bisschen grafischer sind. Ich finde tatsächlich auch eigentlich moderner und von der Optik finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Aber ich liebe tatsächlich die Cover, so wie sie sind. Und ich mag dieses Metallische. Und ich bin so froh, dass der dritte Teil jetzt im Hardcover ein Wendecover hat. Also es passt eben sowohl zu meinem ersten und zweiten Band, als dann eben, wenn man das Cover umwendet, dann eben zum dritten Teil dieser Covergestaltung. Es ist eine Dystopie, wie ich sie gefühlt grandioser wohl noch nie gelesen habe. Und ich bin mega, mega gespannt, wie auch die Verfilmung sein wird. Wir sind hier eigentlich in einer utopischen Welt, denn kein Mensch muss mehr sterben, kein Mensch muss mehr leiden. Es gibt gefühlt auch keine Krankheiten mehr. Man kann sich immer wieder in ein jüngeres Alter zurückversetzen lassen, also optisch. Man muss nicht mit Falten umherlaufen, man muss nicht grauhaarig werden. Und man muss nicht alt aussehen und auch körperlich und auch das Innere wird im Grunde verjüngert. Doch Menschen müssen weiterhin sterben und das passiert durch die Art Gilde, durch die Scythes, also die Hüter des Todes, wenn man so möchte. Und die Scythes sind ausgewählte Charaktere, die in ihrer Jugend im Grunde geprüft werden, darauf vorbereitet werden, wie man Menschen umbringt. Und hier treffen wir auf Citra und Rowan. Und beide gehen bei einem Scythe in die Lehre, was sehr untypisch ist, und sollen dann in der Gilde aufgenommen werden. Und wer jetzt eine Liebesgeschichte erwartet, den muss ich enttäuschen. Die gibt es nämlich nicht wirklich greifbar in der Geschichte, sondern es geht hier wirklich dann tiefergehend um die Scythe-Gilde, die so ist, wie da, wo jetzt beide ihre Ausbildung beginnen. Es ist also so eher die alte Welt und dann gibt es aber eben auch die, die gerne töten, die das als ihr Privileg sehen und töten wegen des Tötens wegen tun. Und das war jetzt kein guter Satz, aber ihr habt es hoffentlich verstanden. Und die arbeiten anders und wollen das auch anders tun und wollen dafür auch gefeiert werden. Und es ist dann eher tatsächlich dieser Konflikt, der da herrscht, der dann auch beide Protagonisten sozusagen trifft. Und wir erfahren die Geschichte aus den Augen auch von beiden Protagonisten und erfahren sehr viel über die Scythes, über diese Welt und auch über, ja, im Grunde die künstliche Intelligenz, die lebende Welt am Laufen hält und wie die so ein bisschen funktioniert. Und das hat Neil Schusterman im ersten Teil wirklich großartig erzählt. Es ist einfach der Hammer. Es ist nicht nur die Story, die Charaktere, der Erzählstil, die Spannung, sondern tatsächlich für mich auch einfach, wie geil das Hörbuch gesprochen ist und wie es toll es vertont ist und wie spannend es gehalten wurde. Und ich bin einfach wirklich hin und weg von dieser Reihe. Und da mir der erste Teil gefühlt eigentlich noch besser gefallen hat wie beim ersten Mal hören und ich total gefesselt war, geht es jetzt natürlich direkt auch mit dem zweiten Teil weiter. Und ich denke mal, dann kann ich auch, wenn dann der dritte Teil als Hörbuch da ist, kann ich direkt weiterhören. Und ich bin sehr gespannt, wo die Geschichte dann im dritten Teil endet. Es wird auf jeden Fall eine Verfilmung geben. Und ich glaube, ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil ich das natürlich dann auch am Donnerstag in den Hörgenuss des Monats packen möchte. Aber ich kann nur schwärmen. Ich, ich,
Ja, ich finde es einfach mega erzählt. Ich finde die Geschichte so großartig und auch der Konflikt und die Charaktere und gut. Aber genug geschwärmt, der Rest kommt dann auf jeden Fall im Hörgenuss des Monats am Donnerstag auf dem Kanal und natürlich auch bei den Mädels des Hörgenusses. Ja, das dritte Buch habe ich dann natürlich schon so ein bisschen parallel zu lesen angefangen. Es musste aber tatsächlich dann ruhen, als ich so im letzten Viertel des Hörbuchs war und ich musste es dann zu Ende hören. Ja, und zwar ist Halte mich hier von Katinka Engel aus dem Pipa Verlag. Und dieses Büchlein ist bei mir eingezogen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Reihe tatsächlich so begeistern kann. Ich hatte auch nach dem Klappentext des ersten Teiles von Finde mich jetzt, also optisch sind die auch super, super schön. Ich hoffe, ich kann es so gut einblenden. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass mir der erste Teil gut gefällt, weil ich bin kein New Adult Leser. Tatsächlich, also das wisst ihr auch, ich mag diese Art von Büchern eigentlich nicht, weil sie doch meinen Geschmack einfach nicht so richtig treffen. Und bei Finde mich jetzt, glaube ich, haben wir zwei Charaktere, Tamsin und Rice, kennengelernt. Und diese Welt geht jetzt weiter. Also es ist eigentlich keine Reihe, sondern eine Serie, denn alle drei Bücher können eigentlich unabhängig voneinander gelesen werden, aber man spoilert sich jetzt in Halte mich hier natürlich schon ein bisschen zum ersten Buch, gar keine Frage. Ich habe den ersten Band am Strand liegend sozusagen gelesen und das erste Mal Augen gerollt habe ich auf Seite 200 und das ist für ein New Adult Buch und mich ich glaube fast gefühlt Rekord. Also mir hat die erste Geschichte sehr gut gefallen, denn es ist eine sehr erwachsene New Adult Geschichte, die mit sehr tiefgründigen Themen aufgewartet hat. Und hier in der Reihe, in der Serie, geht es ja um zweite Chancen. Und am Ende von Teil 1 wurde uns dann schon vorgestellt, ich glaube, das war hier nicht der Fall, um wem es in diesem Buch gehen wird, nämlich um Zelda und Malik. Und beide haben wir eben schon im ersten Teil kennengelernt. Und besonders Zelda hatte ich auch schon im ersten Teil so ins Herz geschlossen, als Freundin von Tamsin. Und deswegen war eigentlich ganz schnell klar, okay, halte mich hier, wenn es da um Zelda geht, muss ich das auch lesen. Im dritten Teil geht es dann, soweit ich weiß, um Amy, die wir auch schon kennen. Und ich weiß gar nicht, wer der männliche Part ist. Habe ich irgendwie leider verdrängt. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber ich glaube, dass der dritte Teil dann auch noch bei mir einziehen wird oder zumindest gelesen wird. Und die Finde mich-Reihe umgibt sich also um zweite Chancen und ich glaube, der dritte Teil war jetzt für Februar, glaube ich, angekündigt. Ja, wir treffen auf Zelda, eine junge Frau, die studiert, die aus einer sehr reichen, noblen, spießigen Familie kommt, in die sie aber gar nicht so richtig passt. Also sie möchte bunte Haare tragen, bunte Nägel, sie rebelliert. Und um aber ja so ein bisschen die Freiheit des Studierens zu haben, muss sie jedes Wochenende zu ihrer Familie und wird dort jungen Männern vorgestellt, die sich ihre Eltern so für sie vorstellen können. Sie hat drei ältere Brüder, die alle erfolgreich sind, die genau so sind, wie sich das die Eltern irgendwie vorstellen. Und Zelda muss so ein bisschen, in zwei Welten umhergehen. Wir treffen auf Malik, das ist unser männlicher Protagonist. Und zwar ist das ein junger Mann, der aus einer Großfamilie stammt und es auch dank seiner Hautfarbe nicht so einfach hier in der Geschichte in den Amerika irgendwie hat. Und Malik war auch schon im Gefängnis. Daher kennt er unter anderem auch Rice, den wir ja im ersten Teil kennengelernt haben. Und er ist der Mitbewohner von Rice und dadurch hatten wir eben im ersten Teil auch schon mit Malik Kontakt. Er arbeitet zu Beginn dieser Geschichte mit in der Cafeteria, die wir auch kennen, die auch im ersten Teil so ein bisschen das Stammlokal von Tamsin war. Und er fängt aber dann eine Ausbildung an zum Koch und möchte das lernen, weil er hier seine Leidenschaft entdeckt hat und auch wirklich der Meinung ist, dass er das kann und dass er das gerne lesen möchte. Und beide sind eben befreundet mit Tamsin und Rice, die wir eben aus dem ersten Teil kennen. Und so verbindet die beiden dann eben so diese gemeinsame Freundschaft und sie sind eben auch in einem Freundeskreis.
Und wir erleben sehr viel vor dem Zusammentreffen der beiden. Und beide fahren dann gemeinsam mit Tamsin und Rice an einem Wochenende in eine kleine Hütte und verbringen da eben auch sehr intensiv Zeit miteinander. Und der Funke geht dann natürlich ein bisschen über. Und dann merkt man aber recht schnell, dass es doch sehr große Probleme gibt, weil beide eben doch aus anderen Welten kommen und die Probleme aber tatsächlich auch ein bisschen anders sind, als man sie vielleicht tatsächlich erwartet. Der Schreibstil von Katinka Engel gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist lebendig, er ist luftig, er ist leicht, er ist tiefgründig und ich finde vor allem auch die Dialoge sehr erwähnenswert, weil ich die ganz, ganz toll finde, weil die wirklich sehr, sehr echt sich anfühlen. Man könnte wirklich meinen, diese Gespräche haben irgendwo stattgefunden. Man kann sich das vorstellen, dass bei egal welchem Thema, egal ob es um das Emotionale ging, um die Freundschaft geht, um die Liebe geht, um die Probleme geht, diese Dialoge haben sich für mich erwachsen angefühlt und auch so, dass ich verstehe, warum diese Gespräche geführt werden. Also es ist nichts komplett Abstruses dabei. Es gibt vor allem auch Gespräche. Also es sind jetzt keine Charaktere, deren Probleme entstehen, weil sie nicht miteinander sprechen, sondern man merkt doch recht, dass das sehr echt ist und die Menschen auch miteinander sprechen, was ich ja in sehr vielen Büchern immer merkwürdig finde. Warum reden die Leute nicht miteinander? Und das passiert aber in den Büchern von Katinka Engel, dass hier wirklich geredet wird, dass hier Probleme versucht wird zu lösen und dass eben auch ein Freundeskreis mit dabei ist, dass auch die eben einfach ein Gesicht bekommen, dass die tiefgründig sind, dass man die vor Augen hat, dass die immer Teil auch der Liebesgeschichte, sag ich mal, sind, dass das hier nicht nur um zwei Charaktere geht, sondern eben alle, die man irgendwie kennenlernt, auch was dazu beitragen zur Geschichte. Das finde ich ja manchmal auch sehr eintönig, sehr langweilig, wenn sich eine Liebesgeschichte wirklich immer nur um zwei Menschen dreht. Ja, Liebe funktioniert in der Regel so oder in den Geschichten. Und aber man hat natürlich immer Freunde, man hat Bekannte, man hat auch irgendwas mit der Arbeit und mit dem Studium in dem Fall von Zelda. Und von daher finde ich es eigentlich nur logisch, dass das auch irgendwie Einfluss auf ihr Leben hat. Die Liebesgeschichte gefiel mir hier unglaublich gut. Ich fand, sie hat ganz toll angefangen, das Knistern, das Flirty, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat sich auch irgendwie realistisch angefühlt, es war nicht irgendwie so vom Blitz getroffen und oh, es ist Liebe. Es gibt realistische Probleme, was eben einfach die beiden Charaktere mit sich bringen. Und vor allem, was mir gut gefallen hat, ist, dass die Probleme doch etwas anders waren, als man sie erstmal erwartet. Und auch die Lösungen in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte beide Charaktere unglaublich gerne. Also Zelda ist mir unglaublich ans Herz gewachsen und auch Malik habe ich sehr ins Herz geschlossen. Und auch die Kombination aus beiden. Ich fand auch schön, wie viel wir noch von Rice und Tamsin mitbekommen haben. Und mir hat das wirklich gut gefallen. Ich fand auch wirklich die Themen durch dieses sehr tiefgründige, einfach, dass das nicht so oberflächlich behandelt wurde, sondern wirklich etwas auch mit den Charakteren gemacht hat. Ich fand das sehr erwachsen. Ich fand das sehr gelungen und ich mochte es unglaublich gerne. Und das ist ja für mich in so einem Genre, bin ich immer wieder überrascht, wenn mich doch mal das ein oder andere Buch darin fesseln und begeistern kann. Ich bin ja auch niemand, der das durchgängig am Stück alles wegliest, sondern der durchaus immer mal auch Pausen hat zwischen den einzelnen Büchern. Und der dritte Teil wird, denke ich, auf jeden Fall von mir gelesen. Auf den freue ich mich sehr, weil auch Amy ist uns schon ein bekannter Charakter. Ich hoffe jetzt auch, der dritte Teil war um Amy, aber ich komme nicht mehr auf den männlichen Charakter, der beim dritten Teil die Rolle spielen wird. Irgendwie keine Ahnung. So ist es manchmal. Das Leben ist manchmal einfach schwierig. Ja, zu viele Charaktere. Halte mich hier richtig, richtig schön und auch optisch, muss man echt sagen, hat sich der Piper Verlag hier was einfallen lassen und hat mir, also auch optisch machen die Bücher wirklich großen Spaß und ein tolles erwachsenes New Adult, wie ich eine Liebesgeschichte dieser Art gerne lese, was mich wirklich packen, fesseln konnte und ich dann auch gefühlt in zwei Atemzügen gelesen habe und es ist wunderbare Unterhaltung, es ist natürlich ein bisschen seichter, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn es mich unterhält, mir Spaß macht und das Knistern auch so ein bisschen so ein wohliges Gefühl auslöst, dann hat das Buch, finde ich, auch einfach alles richtig gemacht und deswegen auch Halte mich hier wirklich ein Highlight in seinem Genre und hat mir sehr viel Spaß gemacht diese Woche.
Schwärmerei über Schwärmerei, eine wirklich sehr, sehr, sehr gelungene Bücherwoche, wo ich mich wirklich mega darüber freue. Und ich denke, das ein oder andere Buch wird dann auf jeden Fall auch im Jahreshighlight-Adventskalender zu sehen sein. Ja, auf Insta habe ich schon so ein bisschen erzählt und ich glaube, es kommt demnächst dann auch ein Ankündigungsvideo dazu. Ich glaube tatsächlich, ja, es ist ja dann schon... Ja, es ist ja nächste Woche schon soweit. Ne? Wenn das Video jetzt online geht, ist in einer Woche ja schon der 1. Dezember. Oh mein Gott, ja. Gut, bei mir ist das ein bisschen hin. Ja, ich habe dieses Jahr ja einen Jahreshighlights-Adventskalender geplant. 24 Türchen, 24 Highlights. Und ich komme sehr, sehr gut voran. Also alle Bücher, die ich bisher festgehalten habe, sind, ich sage jetzt mal, im Video schon festgehalten. Bisher glaube ich 18... 19? Ich weiß es gerade nicht. Und ja, das freut mich sehr. Alle anderen Bücher werden jetzt natürlich noch im November und Dezember kommen, beziehungsweise sollten sich jetzt im November, Dezember nicht noch 2, 3 Highlights finden. Dann kann ich natürlich auch noch auf andere Bücher zurückgreifen. Aber ich wollte mir halt die Möglichkeit geben, wirklich so 4 Bücher mir für den ja, November und auch für bis Mitte Dezember, sage ich mal, freizuhalten, weil man weiß ja nie, was man noch liest. Und zur Not kann man aber natürlich auch immer ein Highlight noch herauspicken, was man früher im Jahr gelesen hat. Und ja, Gott, es ist echt in der Woche schon der 1. Advent. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also, wenn ihr das Video seht, das ist noch eine Woche, für mich ist es noch ein bisschen länger. Aber ja, ist faszinierend, ne, wie schnell das so geht. Ja, zur Serie des Monats möchte ich, nein, zur Serie der Woche möchte ich auch noch kurz, ganz mich total verwirrt. Ja, ich habe Fargo angesehen auf Netflix und zwar war das eine Empfehlung vom lieben Thorsten, der mir vor allem von der 3. Staffel erzählt hat, weil da Ewan McGregor mitspielt und ich liebe ja Ewan McGregor. Und habe dann aber gesehen, dass in der 1. Staffel ja Martin Freeman und Billy Bob Thornton mitspielen. Und ja, habe ich gedacht, fängst du einfach mal mit der an. Und eigentlich dachte ich schon, ich mag ja nicht so Krimis und war aber direkt gefesselt. Also ich war schon in der 1. Folge da gesessen und dachte mir, das kann doch alles nicht wahr sein. Also es ist eine sehr skurrile Krimiserie, die sehr merkwürdige, mehr oder weniger zufällig passierende Morde aufklärt. Ein grandioser Martin Freeman, ein wahnsinnig talentierter Billy Bob Thornton, auch alle anderen Nebencharaktere fand ich großartig. Wir haben halt hier so ein Dörfchen, ich glaube irgendwo in Minnesota, und es beginnt irgendwie damit, dass unser Protagonist ja, also von seiner Frau immer so ein bisschen runtergemacht wird, recht, ja, ein bisschen genervt ist von der Welt und irgendwie dann ausrutscht, weil er sich mit einem früheren Highschool-Feind wieder anlegt, ausrutscht, sich irgendwie die Nase bricht und dort irgendwie mit einem Fremden ins Gespräch kommt und von dem spricht und der andere sucht den wohl gerade auch irgendwie und dann geschieht halt der Mord und er weiß eigentlich recht schnell, oh, wie konnte das passieren? Und dann geht das so mit Morden an der Frau weiter und anderen Charakteren. Und ja, die Polizeiarbeit ist so, wie man sie sich klischeehaft irgendwie manchmal so in diesen Dorfpolizeien vorstellt. Und es liegt förmlich der Täter vor Augen. Und die sehen den einfach nicht. Also ich, ja, es ist sehr schwarzhumorig, es ist sehr trockener Humor, das muss man wirklich mögen. Ich habe sehr viel lachen können, was irgendwie ein Anbetracht des Themas, glaube ich, gar nicht so gut ist. Ich hatte viel Spaß damit. Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt und hatte sehr viel Spaß, diese Serie zu schauen. Und werde definitiv gleich mit der 3. Staffel weitermachen, jetzt nicht gleich, aber ich denke noch auf jeden Fall in diesem Jahr, weil dann eben Ewan McGregor mitspielt und auch David Thewlis, der ja unter anderem Lupin spielt in der Harry Potter Saga, den ich unfassbar gerne auch in Filmen sehe. Und ich glaube, dass ich die 2. Staffel erstmal auslasse und mit der 3. weitermache. Jede Staffel ist wohl in sich abgeschlossen, kann also auch komplett frei geschaut werden und ja, fand ich mega, hat mir super viel Spaß gemacht, hätte ich gar nicht erwartet, dass mich sowas unterhält und ja, bin gespannt, wie dann auch die 3. Staffel sein wird und vielleicht komme ich ja dann noch auf die 2. Staffel zurück, weiß man ja immer nicht und ja,
läuft auf Netflix, wenn ich es noch nicht gesagt habe, und kann da angeschaut werden. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch soweit schon zu der Woche. Zu Buch Berlin hat was gesagt, zum Hörgenuss habe ich angekündigt. Nächste Woche kommt der Adventskalender, unfassbar ehrlich. Und dazu gibt es aber noch ein Ankündigungsvideo, also da gibt es dann noch eine Info am Dienstag. Und ja, ich versuche auf der Buch Berlin ein bisschen zu vloggen. Ja, vielleicht auch so, was ich sonst in Berlin mir so ein bisschen anschaue. Vielleicht auch, wenn wir im Yankee Store sein sollten, nehme ich euch vielleicht mal mit. Und ja, das war es tatsächlich, glaube ich, soweit. Ja, ich habe, glaube ich, nicht mehr zu erzählen. Es steht nicht mehr nein, auf dem Zettel. Alle Infos zu den Büchern, Instagram-Accounts und so weiter findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und jetzt bin ich neugierig, ob ihr auf der Buch Berlin seid, ob ihr schon mal auf der Buch Berlin wart, was so euer Highlight der letzten Zeit war. Vielleicht auch gerne Serientipps, wenn ihr vielleicht Fargo kennt und sagt, hey, wenn du das cool findest, dann schau dir auch mal XY an. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich mega über den Austausch freuen. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.